Oh, es donnert. Hat's in den Ring runtergeschickt? Hab's nicht. Ist nicht meiner. Meiner ist noch hier. Kannst gucken. Wortschatz 2000 Wörter bei einer Frau, glaube ich nicht. Nee, du mich auch. Das ist anders. Das ist anders. Ich kann dir das gerne mal, pass auf. Das ist dadurch entstanden. Es gibt wohl so Forschungen. Weißt du, Forschungen. Aber erstmal muss ich hier mal gerade, genau, gerade mal gucken. So, also es gibt da so Forschungen, ne? Und zwar sagen ein paar Wissenschaftler, dass Frauen wohl ein Wortkontingent, das sie am Tag sprechen, von ungefähr 3000 hätten. Männer dagegen mit 1500 bis 1800 Wörtern am Tag auskommen und damit ihr Kontingent ausgeschöpft haben für den Tag. Okay? Also, das bedeutet, eine Frau muss viel reden, um ihre 3000 Wörter irgendwie quitt zu werden. Das bedeutet aber auch, dass... So, pass auf. Wir stellen uns mal das typische Rollengefüge vor. Also das typische, ne? So. Wir machen jetzt mal ganz Klischee. Frau sitzt zu Hause, kümmert sich um Kinder, sagt maximal ba 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 ha, ne? So mit Kleinkind. Oder, ich hab geübt. So, das gilt nicht als Wort. Und, ansonsten eben dieses übliche, hast du Hausaufgaben gemacht, Dings, ne, so Wiederholungsfloskeln und so ein Krempel, machen einen Haushalt, unterhalten sich maximal noch mit der Nachbarin über den Gebockzucker von letzter Woche. Ja. Und der Mann, der ist auf der Arbeit, also klassisches, ne, wir machen jetzt mal voll Klischee-Alarm. Mann auf der Arbeit mit seinen Kollegen, bla bla bla, macht seinen Job, bla bla bla, telefoniert, ne, weiß Bescheid. So, jetzt kommt gestresster Mann nach Hause, hat seine 1500 bis 1800 Wörter aufgebraucht an dem Tag und die Frau steht da. Wo bleibt der? Kommt der jetzt endlich mal rein? Die hat ja, ey, die hat Zugzwang. Die muss jetzt noch irgendwie ihre 3000 Wörter, lass es mal 2500 Wörter sein, die muss die noch irgendwie an den Mann kriegen, bevor der Tag um ist. Ja? So passiert das dann, dass die Männer dann nach Hause kommen, total genervt sind, weil die Frau denen erst eine Frikadelle ans Ohr quatscht, bis die ihre Wörter los hat. Ne? Also liebe Männer, habt Nachsehen. Wir müssen die ja dann irgendwie loswerden. So, jetzt ist aber nicht klassisch, wenn die Frau streamt. Ja. Also wenn ich mit meiner Begrüßung schon meine 3000 Wörter aufgebraucht habe für den Tag, haben wir ein Problem. So, da kommt das her. Studien von Studierenden, genau.